Und damit herzlich willkommen bei Granit TV. Ich glaube, es gibt keinen Landmaschinen-Ersatzteilhändler, der eine eigene Fernsehsendung hat. Jo. Siehste, der erste Zuschauer ist auch schon da. Was ist Granit TV? Granit TV ist erstens eine sehr kurzweilige Sendung, eine bunte Sendung. Wir werden hier verschiedene Studiogäste haben und vor allem Neuigkeiten aus der Welt von Granit. Ich werde mit meinem Trecker Brunhilde unterwegs sein. Außerdem haben wir einen sehr interessanten Studiogast zum Thema Digitalisierung. Und zwar in der Form, dass wir Zeit sparen werden. Und zwar wirklich Zeit. Lebenszeit. Und wir haben ein Gewinnspiel. Während der Sendung gut zuhören. Am Ende gibt es eine Frage, damit alle schön dranbleiben. Und es gibt diesen Akkubohrschrauber zu gewinnen. Vorher starten wir die Sendung allerdings mit 60 Sekunden Granit. Wer gut sitzt, hat weniger Rücken, könnte der Slogan für Grammar-Sitze sein. Granit ist jetzt offizieller Grammar-Vertriebspartner für ganz Europa. Die neuen Granit-Akku-Werkzeuge sind für Profi-Werkstätten gemacht. Deshalb gibt es nicht nur Akku-Bohrschrauber oder Winkelschleifer in Profi-Qualität, sondern jetzt auch eine Fettpresse und eine Poliermaschine, die alle mit dem gleichen Akkusystem arbeiten. Sowas gibt es nicht im Baumarkt, nur beim Granit-Fachhändler. Der neue Hydraulikkatalog ist jetzt beim Fachhändler zu bekommen. Mehr zum Thema Hydraulik heute in dieser schicken Sendung. Im Granit-Webshop gibt es schon länger die Motorenersatzteilsuche. Jetzt neu auch für über 5000 Yanmar-Motoren. Das Granit-Service-Center hat sich erweitert. Mit Jetschke-Hydraulik sind jetzt noch mehr Spezialisten an Bord, die im Bereich Hydraulik alles Mögliche reparieren, prüfen und warten können. Das war der kurze News-Überblick aus der Welt von Granit. Wir sind ja hier schließlich bei Granit TV. So, wir kommen zu unserer ersten Matz. Ich war mit meinem kleinen roten Trecker Brunhilde unterwegs. Und für das, was wir da erlebt haben, braucht es zwei Dinge. Zum einen diesen grünen Korb. Es ist ganz wichtig, dass der auch grün ist. Und zum anderen diese Drohne. Wir waren nämlich bei der Kids-Rettung im Einsatz. Und bitte. Ich bin auf dem Weg nach Heslingen, wo die Fricke-Gruppe und damit auch Granitparts ihren Hauptsitz haben. Es ist kurz vor 5 und ich soll bei einer Rettungsaktion mithelfen. Oh, sehr schön hier. Aber auch verdammt früh. Nun denn. Oi, oi, oi. So, wenn mitten in Feld und Flur ein paar Autos stehen, dann kann man ja nur richtig sein. Moin, die Herren. Moin. Guten Morgen. So, kurz für mich zum Überblick. Michael Drohnenpilot. Genau. Thomas Helfer. Hi. Und? Werner Eckhoff. Landwirt. Landwirt. Um welche Wiese geht es? Um deine? Das geht um eine Wiese. Die soll heute gemäht werden. Ja. Und zur Vorsorge haben wir Bescheid gesagt, dass er mit seiner Drohne die Fläche abfliegt. Ja. Also welche ist es denn? Die hier oder wie? Die Wiese, die wird gemäht. Okay, boah, die ist auch super uneinsichtig. Ne? Ja, da wollen wir mal gucken. Hier. Ach, über Stacheldraht muss man dann auch rüberklettern. Okay. Ja, das ist. Wenn ich ohne nach Hause komme, dann merke ich meine Freunde. Hast du ein bisschen Angst um bestimmte Stellen? Ja. Oh, es hat ein bisschen geknackt. Wie machst du denn das immer hier, um auf deine Wiese zu kommen? Was? Ich nehme eigentlich die Pforte. Okay, ich frage nicht weiter nach. So, wollen wir von hier starten? Okay. Herr Werner, wie hast du das vor den Drohnen gemacht? Da sind wir mit Personen durchgelaufen. Aufwendig, sechs, ne? Fünf, sechs Personen im Abstand von ein paar Meter. Aber die absolute Sicherheit hat man dann einmal noch. Und Michael, du musst, das kann ja nicht jeder einfach so machen. Du brauchst einen Schein, ne? Genau. Logischerweise. Ja. Und muss auch spezial ausgerüstet sein, die Drohne, ne? Ja, genau. Das ist jetzt eine spezielle Drohne dafür mit einer hochauflösenden Wärmebildkamera. Ja. Das ist eine nette Truppe, die sich hier versammelt hat. Jäger, der Landwirt, freiwillige Helfer, alle ziehen an einem Strang. Mindestens 5.000 bis 6.000 Euro kostet so eine Drohne mit Wärmebildkamera. Eine Menge Geld.
Übrigens haben Granit-Mitarbeiter die Kids-Rettung in Heslingen ins Leben gerufen und die Fricke-Gruppe hat dafür die Drohne gespendet. Dieses Jahr haben nun auch die Jäger eine Drohne. Dafür gab es einen Zuschuss vom Bundeslandwirtschaftsministerium. Bisher ist alles sauber. Das ist auch nicht so schlecht, ne? Im Grunde ist es sogar das Beste. Ja. Weil wenn wir rüberfliegen und wissen, da ist nichts, ohne was zu beunruhigen, ohne auch noch ein Kids versetzen zu müssen, oder... Das ist eigentlich das Allerbeste. Das ist eigentlich das Beste, rein theoretisch, ja. Ja gut, ich meine, für uns wäre das heute fernsehtechnisch toll gewesen. Das wäre sehr toll gewesen, ja. Ja, mal so ein Kids zu sehen und so zu machen. Da. Kommt noch was? Irgendwas ist da am Leuchten. Da ist irgendwas warm. Thomas, ich komme mit dir mit, ne? Ja, das wäre gut. Gucken. Und wie gesagt. Da laufen sie weg. Da laufen sie weg. Ja, genau. Die sind schon jetzt größer. Genau. Guck mal, hier haben sie gelegen. Also Michael, ich hab das Gefühl, ich hätte drei gesehen. Thomas meint nur zwei. Ja, drei. Also ich habe auch drei gesehen. Zwei, die zusammensaßen. Und eins, aber alle sind schneller als ihr. So, aber wir halten fest, die sind alt genug, die würden beim Mähen abhauen. Hoffentlich. Hoffentlich. Wir sind jetzt relativ spät schon im Jahr, ne? Mhm. Also die Kitze sind schon relativ groß. Ja. Es ist nicht immer so, dass sie abhauen, ne? Wenn die noch sehr klein sind, verstecken die sich, bleiben liegen. Genau. Ja, und dann ist es eben wichtig, dass man eben abgeflogen ist. Ja. Und die auch sichern kann, damit die eben nicht den Mähtod stemmen. Gut, es ist jetzt auch wichtig. Ja. Also derjenige, der nachher den Trecker fährt. Fährst du eigentlich? Ich fahre nicht, nein. Ja, du musst aber gut Bescheid sagen, ne? Das mache ich. Sehr gut, Werner. Und nicht vergessen, Kids-Rettung ist ehrenamtlich. Und die Jungs stehen echt früh auf. So, wir sind mitten in der Logistik von Granit. Hier kann man das schon sehen. Jede Menge Scheiben stehen hier. Granit ist einer der größten Ersatzteilhändler für Traktoren, Landmaschinen und Baumaschinen. Oh, hier können wir das gerade sehen, wie eine Seitenscheibe gerade verpackt wird. Da kommt schön hier, wie heißt das, Daniel? Polster? Schaumstoff. Kommt da einmal drumherum, auch schön in blau, damit da an den Kanten nichts kaputt gehen kann. Wenn er dann soweit ist, jetzt noch schön mit dem Messer abschneiden, die Zeit nehmen wir uns. Kommt das ganze Teil auf Folie und das Ganze muss man sich vorstellen wie so einen riesigen Vakuumierer. Geht dann durch den Vakuumierer und auf der anderen Seite können wir gucken. Und so kommt sie dann fertig eingeschweißt raus. Folie wahrscheinlich noch, oh, ist richtig heiß, ey. Du hast das gewusst, ne? Ja. Und so sieht das dann aus und so gehen die Scheiben dann in die Fachwerkstatt, wo sie eingesetzt werden. Und wie das funktioniert, bitteschön. Beim Schlepper müssen ein paar Teile ab, damit man gut rankommt. Die alte Scheibe wird mit einem Faden rausgeschnitten. Dabei hilft natürlich der Granit-Akkuschrauber. Und raus mit dem alten Teil. Wer 4 bis 6 Arme hat, kann das alleine machen. Alle anderen holen sich Hilfe von Kollegen. Sauberes Arbeiten ist ja immer wichtig, aber hier erst recht. Sonst hält der Kleber nämlich nicht und man hat nachher Wasser in der Bude. Wäre schlecht. Jetzt kommt der Spezialkleber drauf. Bloß nicht kleckern. Das sieht schwer aus. Aber dann muss das auch noch millimetergenau passen. Tja, aber die Jungs in den Fachwerkstätten sind Profis und haben von Granit alles bekommen, was sie für ein gutes Ergebnis brauchen. Und schon ist der Schlepper wie neu und kann wieder aufs Feld. Helge, schon mal eine kaputte Scheibe am Trecker gehabt? Oder fährst du keinen Trecker? Nur gelegentlich. Immerhin. Ja. Du darfst mal raus, das, oder was? Das darf ich mal. Das ist doch auch nicht schlecht. So, ich habe es angekündigt, wir haben einen Studiogast. Helge Morgenstern ist da zum Thema Digitalisierung und wir haben gesagt, Zeitersparnis. In 3 Sätzen erklärt, Helge, was ist RapGuide?
Unsere Kunden suchen einfach immer wieder nach Informationen jeden Tag. Ja? Und das suchst du dann in solchen dicken Werkstatthandbüchern hier. Für Ersatzteile und Ähnliches? Ja, aber auch Anzugswerte, Füllmengen, mal Einstellwerte, einen Schaltplan, Wartungsplan, solche Sachen. Ja? Und das machst du halt. Da braucht es immer einen solchen Ordner. Exakt sowas, ja. Verstehe. Und da hast du dann einen Schrank voll und wenn du Glück hast, steht's da drin. Wenn nicht, dann hängst du am Telefon, telefonierst hinterher. Das machst du heute nicht mehr so, deswegen haben wir RapGuide gebaut. Heute machst du das hier am Rechner oder hier direkt am Handy, immer mit dabei. Für über 6000 Traktoren der gängigsten Marken haben wir das jetzt in RapGuide drin. Und genau, das hilft einfach im Alltag richtig Zeit zu sparen. So, und Helge hat im Homeoffice diesen ganzen Ordner abgetippt in den Rechner. Und das, nein, natürlich nicht. Aber grob so ähnlich, irgendwer muss es ja gemacht haben. Nicht, ne? Ganz alleine, aber es ist schon auch viel Sortier- und manuelle Arbeit dabei. Das, ja, glaube ich dir. Und wie das beim Kunden ankommt und wie er damit umgeht, das schauen wir uns kurz an. Wir sind ein Betrieb mit 10 Mitarbeitern. Wir nutzen RapGuide halt überwiegend, um Anzugswerte, Füllmengen, Ölsorten für die einzelnen Schlepper rauszusuchen. Granit hat uns das RapGuide angeboten und dann haben wir uns mal einen Zugang freischalten lassen und haben einfach mal gestöbert. Einfach mal so die gängigsten mal geschaut und gesagt, das ist was für uns, das geht deutlich schneller damit. Dann haben wir einmal über den Preis geschaut, haben festgestellt, das ist gar nicht viel. Das ist nur, als würden wir uns jeden Tag eine normale Zeitung holen und das lohnt sich dann auf jeden Fall für den Nutzen, den man dann unterm Strich hat. So viel wie ein Zeitungsabo. Das wissen wir schon, aber wie RapGuide funktioniert, wissen wir noch nicht. Das ist relativ simpel. Du loggst dich ein, hast das immer im Browser verfügbar. Mhm. Und dann suchst du nach dem Fahrzeug hier im Maschinenfinder, hast ihn in ein paar Sekunden gefunden. Und wenn du dann im Fahrzeug drin bist, hast du eine Schnellsuche und bist ratzfatz beim Ventilspiel, beim Anzugswert für den Zylinderkopf, all solche Sachen. Kannst rüber wechseln, den Wartungsplan. Ratzfatz gefunden und dann bist du in wenigen Sekunden bei der Information, die du gerade suchst. Finde ich da auch noch so ganz banale Dinge wie Motorölmenge oder total, welches Motoröl ich benutzen muss. Absolut, das gehört absolut dazu. Das alles ist dabei. Genau, mit dabei. Gab es das vorher nicht? Gibt es sowas überhaupt? Seid ihr damit einmalig in der Agrarszene? Also im PKW gibt es das, da ist das Standard, ja, da hat das fast jede Werkstatt so ein System und da ist das wirklich total normal, aber im Agrarbereich eben noch überhaupt nicht. Da ist es auch ein bisschen komplexer. Ne? Ältere Fahrzeuge, mehr Vielfalt, das macht es auch komplizierter, das zu bauen. Aber es wird ja genauso gebraucht. Und die Zeitersparnis ist im Prinzip das Ding bei der ganzen Geschichte. Ne? Das ist genau der Punkt. Ne? Du telefonierst nicht mehr, du blätterst nicht mehr in alten Ordnern rum, du suchst nicht mehr irgendwie, welche Datei hat das, sondern du hast die ganzen Informationen online immer verfügbar auf allen Endgeräten und kannst eben ratzfatz die Informationen nachschlagen, kann jeder in der Werkstatt machen. Ah, alles klar. Gut, das ist nicht schlecht. RapGuide. Mal gucken, wo da die Reise noch hingeht, was? Da sind wir auch sehr gespannt, ja. Da bin ich aber auch gespannt. Viel Arbeit. Ja, 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 das kann ich mir vorstellen. Vor allem diese ganzen Daten einmal reinzuschreiben. Aber nun, das ist ja nun mal nicht mein Job. Weißt du, deswegen bin ich Moderator geworden. So. Danke für deinen Besuch, Helge. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. So, und ihr kennt natürlich die YouTube-Serie von Granit, vor allem Marie. Wir haben ja hier auch so eine Mini-Werkstatt aufgebaut mit viel Werkzeug. Und Marie restauriert ja immer noch den Hanomag-Schlepper und war auf der Hannover-Messe. Endlich finden mal wieder Messen statt. Und was Marie da erlebt hat, das sehen wir jetzt. Stand von Granit und ich sehe da auch gerade den Hendrik. Gehen wir mal hin. Hi. Hi, na, hi. Was habt ihr denn so Neues hier am Stand? Ja, wir präsentieren hier viele verschiedene Produkte, neben Ventiltechnik, Pumpenmotoren, unter anderem auch Hydraulikaggregate. Okay. Wir bieten alle Größen an, von 1 bis 1000 Liter, in verschiedenen Voltkategorien, in 12, 24, 230, auch 400 Volt. Und wo werden die so eingesetzt? Das ist jetzt zum Beispiel ein Aggregat für den Werkstattbereich, um Anbaugeräte von Landmaschinen zu testen zum Beispiel. Ach so, okay. Kleinere Aggregate im 12-24 Volt Bereich werden viel im Anhängerbau zum Beispiel eingesetzt. Und die ganz großen, wofür sind die?
Ja, die sind zum Beispiel für Hydraulikpressen oder für Stanzen oder solche Dinge. Ah. Für wirklich schwere Geräte dann, um Metall zum Beispiel zu bearbeiten. Cool, okay. Und was habt ihr noch so Schönes? Hier sehen wir zum Beispiel unsere Handhebelventile und neben unserer Eigenmarke, die wir schon länger im Sortiment haben, verkaufen wir auch unsere neue Marke Hypex. Ah. Qualitativ sehr hochwertige Handhebelventile, ja, die innen und außen so ein paar Features haben gegenüber normalen handelsüblichen Ventilen. Zum Beispiel innen, wo der Schieber läuft, gibt es Feinsteuerkanten, mhm, um einen sehr, sehr gleitenden Übergang der Zylinder zum Beispiel zu haben, wenn ich die steuern möchte. Und außen, wie man schön sehen kann, sind die Handhebelventile komplett verzinkt. So, wenn ich sie im Außenbereich einsetze, kann ich da ohne Lackierung zum Teil arbeiten und habe so einen hohen Korrosionsschutz. Das ist ganz neu, oder? Die Marke ist komplett neu am Markt und wird exklusiv von uns vertrieben. Und wie läuft die Messe jetzt so für euch? Durchweg gutes Feedback bekommen, oh, viele Kontakte und wir merken schon, dass im Markt auch ein Bedarf ist für diese Produkte und dass es gut ankommt. Sehr schön. Ja, dann vielen Dank für die kleine Einführung hier. Gerne. Sehr, sehr, sehr spannend. Und sehr gerne. Ich wünsche euch sehr viel Spaß noch hier. Vielen Dank. Und damit sind wir schon fast am Ende dieser Sendung. Es gibt aber noch ein paar Dinge, auf die wir hinweisen wollen. Wie zum Beispiel den Podcast mit Hans-Peter Fricke, also unserem obersten Chef, mit dem Namen Kassenzone Folge 373 bei YouTube zu finden. Darin erfahren wir unter anderem Dinge wie, dass ein Mähdrescher heutzutage 600.000 Euro kostet, aber nur 20 Tage im Jahr läuft. In einer Stunde aber so viel erntet, dass eine Stadt wie Leipzig für über eine Woche komplett mit Getreide versorgt ist. Das zum Beispiel. Aber wir sind auch froh, dass es endlich wieder reale Treffen und reale Messen gibt. Am 13. und 14. August zum Beispiel der historische Feldtag in Nordhorn. Der ist auch eine ganze Weile ausgefallen. Und dann haben wir noch das historische Dreschfest mit historischen Maschinen in Osterode am Harz am 20. August. Und wir freuen uns über die ganzen Messen, die 2022 endlich wieder stattfinden. Wie zum Beispiel die Gala Bau im September, die Bauma im Oktober und ganz wichtig, die Parts and Service World vom 25. bis 27. November in Kassel. Da werden wir uns auch persönlich treffen. So, jetzt fehlt noch die Auflösung unseres Gewinnspiels. Diesen Akku-Bohrschrauber bekommt derjenige, der uns sagt, für wie viele Janmar-Motoren es jetzt Ersatzteile im Granit-Webshop gibt. Entweder A, 500, über 500 oder B, über 5000. Das Ganze bitte per Mail die Antwort an marketing@granit-parts.com und dann kommt der im schönen Kasten nach Hause. Das war die erste Sendung. Also, ich fand's gut. Daniel, Regie, Kamera, was sagst du? Top. Dann können wir doch zufrieden sein. Also, wenn es euch auch gefällt, gerne positive Kommentare hinterlassen. Bis zum nächsten Mal. Also Daniel, ich fand es wirklich gut. Da kann man nichts sagen. Wir hatten einen super Studiogast, wir hatten gute Themen, wir waren im Unternehmen unterwegs. Wir waren mit Brunhilde schön unterwegs, weil uns eine sehr schöne Ecke gespielt hat. Also man kann nichts sagen. No. Oder? Passt. Würde ich auch sagen. Gucken wir mal. Eigentlich ist es ja auch nicht.